Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen bei The Nosy Rosy am Dienstag. Und wir haben diese Woche Themen frei. Ja, und ich habe mich aber dafür entschieden, mich nochmal auf das letzte Thema zu beziehen. Ich habe ja einiges dazugelernt. Das ist ja immer das Schöne bei The Nosy Rosy, dass ihr Abonnenten mir einiges beibringen könnt. Und hoffentlich auch umgekehrt. Ja, was ich eigentlich nochmal sagen wollte, ich wollte nur mal noch darauf hinweisen, dass, also ich habe ja gesagt, dass ich aus meiner Magersucht, dass es bei mir irgendwann mal Klick gemacht hat und dass ich dann ja, selber da wieder rausgekommen bin. Ja, und es kommt noch dazu, ich hatte sogar auch mal eine Depression, was weniger witziger war, wo ich die hatte. Aber ja, da habe ich nämlich psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Das Ding war, es hat ewig lange gedauert, bis ich meinen richtigen Arzt gefunden habe. Ich bin auch, die ersten 2 Jahre habe ich auch nicht daran gedacht, zu irgendeinem Psychologen zu gehen, weil ich gedacht habe, dass ich einfach schwach bin und dass es mein Selbstverschulden ist, dass ich so bin und dass ich mich mal zusammenreißen muss und mal wieder mein Selbstbewusstsein auf die Reihe kriegen muss. Ja. Und ich habe einiges dafür getan, dass ich das wieder kann. Ich habe bei einer Zeitung gearbeitet, musste da mit Leuten Interviews führen. Ja, und auch sonst so, wenn mich Freunde gefragt haben, Laura, kommst du mit? Habe ich versucht, meistens zuzusagen, aber manchmal ging es einfach nicht, weil, ja, das kann man so schlecht erklären. Also eine Depression, die wirkt sich, also bei mir, also ich hatte eine ziemlich schwere Depression, das wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Man kann nicht mehr richtig atmen, also man hat einfach so eine Enge im Brustkorb, kennt er sich ja manchmal auch. Aber naja, ich hatte das eigentlich immer. Dann so Nackenschmerzen, ja, alles total verspannt und ja, einfach eine sehr melancholische Stimmung. Ja, ich konnte nicht mehr schlafen. Ja, all das. Und das hat sich, ich war davor schon mal im Psychologen gewesen, das hat aber überhaupt nichts gebracht bei mir, weil, ja, wir waren da einfach auf der falschen Fährte. Und ich wollte niemals, niemals Medikamente nehmen. Aber ja, dann kam dann der Tag, an dem ich nicht mehr essen, nicht mehr schlafen konnte und nur noch verzweifelt war und ich meine Eltern auch nicht mehr damit belasten wollte, dass, ja, dass ich jeden Abend nach Hause komme und am liebsten einfach die Decke über den Kopf ziehen würde. Naja, und dann bin ich dann nochmal zu einer neuen Gesprächstherapeutin gekommen und die war gut, weil die hat dann einfach erkannt, dass es einfach nicht mehr durch Gespräche lösbar ist. Ja, das habe ich mal dann nach 3 Jahren war es dann so weit, dass ich das so rausgefunden habe und ja, die hat mich dann überwiesen zu einem Psychiater, hört sich immer so ein bisschen blöd an, ne? Der Psychiater. Ja, dann bin ich dahin und der hat zum Glück die richtige Diagnose gestellt, eben Depression, und hat mir Medikamente verschrieben. Ich wollte die aber nicht nehmen. Es ist aber so, dass diese Medikamente nicht abhängig machen. Also heutzutage hat man Medikamente, die nicht abhängig machen. Und dass man die gut wieder absetzen kann. Und man hat mir das so erklärt, ja, wissen Sie, Frau Schütt, diese Medikamente, die sind wie, also wenn man das vergleicht, wenn man einen Beinbruch hat,
dass man erstmal eine Krücke braucht, um wieder laufen zu können. Eine Unterstützung einfach, bis man dann wieder ohne gehen kann. Und ja, das habe ich dann auch irgendwie eingesehen, obwohl ich irgendwie da wirklich überhaupt nicht für war, aber ja, mir ging es so scheiße, dass ich wirklich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Und ja, dann habe ich die genommen und mir ging es nach 2, 3 Wochen, also war um Welten besser. Wahnsinn war das gewesen, weil es mir einfach gewisse Blockaden, ich weiß auch nicht genau, also es war ja eben so, dass mir mein Arzt erklärt hat, dass der Stoffwechsel nicht mehr funktioniert im Hirn und dass man deswegen eben den durch diese Medikamente wieder in Schwung bringt. Und naja, ich könnte meinen Arzt bis heute noch knutschen, wirklich, dass der das hingekriegt hat, weil es ist nicht selbstverständlich, einen guten Arzt zu finden. Also man muss da auch immer so ein bisschen auf seine innere Stimme hören, aber man muss auch ein gewisses Vertrauen zu den Ärzten entwickeln. Ja, also was ich eigentlich damit sagen will, ich wollte eigentlich gar nicht jetzt hier meine Geschichte in den Vordergrund stellen, aber warum ich das mache, ist einfach, um euch zu sagen, es ist nichts Schlimmes daran, zum Psychiater oder zum Psychologen zu gehen. Also es ist eben, ich weiß nicht, ob das, ja, also ich meine, jeder, die seht doch mal, guckt euch mal die Promis an, da hat fast jeder irgendwie Therapeuten, Psychiater oder ja, auch die Frau Meier von nebenan, die geht da auch hin. Und das ist wirklich keine Schande, weil es ist wie, als würdet ihr zum Allgemeinmediziner gehen, also zu eurem Hausarzt. Der kümmert sich mehr um Schnupfen oder wenn ihr euch mal das Bein gebrochen habt und so. Und das andere ist einfach psychisch. Und das ist überhaupt keine Schwäche, das ist nur, also heutzutage ist es schon sehr anerkannt. Aber früher war das ja noch viel schlimmer und heute gibt es aber auch immer noch Hemmungen, dahin zu gehen. Aber ich sage euch, nur schon, was ich euch erstmal empfehlen würde, ist einfach eine Gesprächstherapie. Weil nur schon drüber reden, das bringt's und... Naja, der Psychologe kann auch besser einschätzen, wie es um einen steht. Ja. Ja, man muss einfach versuchen, sich selber zu helfen. Und wenn man merkt, ich komme an meine Grenzen, also nicht sofort zu irgendeinem Arzt rennen oder so. Aber wenn ihr an einem Punkt angekommen seid, wo ihr denkt, nein, ich kann mir nicht selber mehr weiterhelfen, dann meldet euch bei einem guten Psychologen. Ich würde beim Hausarzt fragen, ob der eine gute Adresse kennt. Und ja, der kann euch dann auch so eine Überweisung schreiben, sodass das dann auch von der Krankenkasse gezahlt wird. Aber ja, ich möchte da jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil ich war in der Schweiz und deswegen weiß ich nicht genau, wie das hier in Deutschland ist. Ja, ja, das ist das, was ich sagen wollte. Und naja, wo findet man so Adressen? Ich würde bei einer Beratungsstelle erstmal vielleicht anrufen. Also es gibt garantiert, was ihr habt oder so, sagen wir mal eben, ihr habt jetzt... ja, eben, ihr habt eine Depression oder sowas in der Art oder ihr wisst noch nicht mal genau, was es ist. Es gibt in jeder Stadt und meiner Meinung nach auch in jedem kleineren Ort einen Psychologen oder einen Psychiater und an den kann man sich wenden und dazu ist der da.
Falls jemand eben eine Adresse braucht oder so, dann und nicht weiß, wie er die finden kann, dann kann er mir auch gerne schreiben. Kann sie mir auch gerne schreiben. Ich werde das dann ja, versuchen ausfindig zu machen. Weil ich kann ja nicht eine Adresse geben, weil es gibt ja nicht eine allgemeingültige Adresse für Deutschland. Ja, das war es für heute. Ich mache mich auf den Weg nach Kassel. Ja, die Kultur, die nächste Kulturhauptstadt Kassel. Weil meine Eltern wohnen da und die wollte ich mal wieder besuchen. Und ja, ich freue mich auch. Ja, ich freue mich. Okay, also bis dann. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Hab euch lieb. Lieb. Du, der Lüdu.